denke mal, das war's. Ich kümmere mich erstmal um den großen Kollegen. Tarnfeld aktiviert. Alter Schwede. Uiuiuiui. Tarnfeld aktiviert. Scheiße! Anhand der Pläne, die oh, verdammt! Würde ich vorschlagen, Sie sprengen eines der Röhrenziele und verschaffen sich Gedanken. So, dann diesmal hier lang. Nach Schwächen in der Struktur. Toll, was? Wie ein Korallenökosystem. Okay. Kann es da noch Zweifel geben, dass diese Kreaturen sich in einem Ozean entwickelt haben? Sabotiere die Sporenleitung. Stelle eine Verbindung zu den Sporenadern her. So. Pissnake, ey! Weißt du, der muss hier wieder angeschissen kommen. Mal wieder hier der Kleinste. Nein? Was war ich denn nicht getarnt? Bam, jawohl. Genauso. Tarnfeld aktiviert. Zack. Sehr schön. Von da kommt noch einer. Der kommt gleich hier angestratzt, glaube ich. Da ist er. Okay, was macht der da? Alter! Das hat mir nicht gefallen. Uiuiuiuiui. Tarnfeld aktiviert. Maximale Panzerung. So, kann ich kurz regenerieren, während die da Scheiße bauen? Maximale Panzerung. Ah, wir sind dumm. Tarnfeld aktiviert. Da ist der Kollege. Den versuche ich mal abzupacken. Jawohl, hat genau gereicht hier mit der Muni im Magazin. Alter, ein ganzes Magazin, nur weil ich nicht richtig gezielt habe da oder nicht richtig getroffen habe, eher. So, lasse ich mir natürlich nicht entgehen, hier die Katalysatorpunkte mir zu schnappen. Und von dem Dicken hier habe ich die schon? Oder verschwinden die mit der Zeit? Das wäre uncool. So, F benutzen. Ich glaube, das war nicht gerade benutzen. Das scheint zu funktionieren. Aber Sie müssen das Ganze in anderen Röhren. Verdammt, das ging wieder mal schneller, als ich dachte. Dann müsste das gesamte System so unter Hochdruck stehen. Aha, ein schöner Reim. Oh Gott. So, hier lang. Oder kam ich von hier? Nee, hier kam ich nicht her. Hier scheine ich auch richtig zu sein. Ein Feind. Nee, eine Waffe. Ah. Granaten sind voll. Taktische Optionen verfügbar. Tarnfeld aktiviert. So, da haben wir einen, da haben wir einen. Da hinten ist noch einer. Da hatte ich doch auch noch einen gesehen, genau. Ja, ich glaube, das war's. Was haben wir denn hier unter mir? Scharfschütze. Ja, das klingt doch ganz gut. Tarnfeld aktiviert. Jawohl, erstmal enttarnen hier. Scheiße, den treffe ich so nicht. Komm schon aus deinem kleinen Kuhkaff da raus. Jawohl. Bam. Erstmal hier eine Kugel. Ja, noch eine.
Ach komm, jetzt treffe ich hier den Stein oder was? Was soll das denn? Wieso treffe ich die Pissnelke denn da nicht? Tarnfeld aktiviert. Scheiße. Den da aber. Der steht da gerade so schön. Bam, jawohl. Nein. Scheiße. Ach, verdammt, war nicht weit genug. Sah auf der Minimap eben anders aus. So, da haben wir noch einen. Bam. Da ist auch noch einer. So. Das schien es jetzt gewesen zu sein. Oh, verdammt, da wollte ich eigentlich gar nicht runter. Egal, hier geht's hoch. Oh. Ich hab da doch noch wen übersehen. Alter, wechsel schon! Dieses Durchgeschalte immer hier. So, das war's jetzt aber, oder? Will ich doch hoffen. So, hier waren irgendwo noch welche. Genau. Hier habe ich den... Och toll, die verschwinden also doch. Na super, na egal. Das ist natürlich dann wiederum der Nachteil beim Snipen. Oh, da ist ein großer. Ach du Scheiße, ey. Das dürfte ihn geärgert haben. Und das jetzt auch. Oh verdammt, der zweite ging zu weit. Ah, verdammt, wo hatte der denn noch gleich seine Schwachstelle? Eine Rakete? Nee, auch nicht unbedingt. Was macht der denn da? Ist der verwirrt? Ah, eine Rakete kriegt er nicht mit, aber wenn ich so mit Elektro auf ihn schieße, das peilt er sofort. Maximale Panzerung. Oh, haben wir da ein bisschen in den Boden geschossen? Ah, sind wir ein bisschen dumm? Ein Glück ist der Tod. Ich war nämlich eigentlich viel zu nah an dem dran. Das hätte richtig böse ausgehen können. Wie viele Punkte haben wir denn? 4800. Das ist doch mal richtig schön. Aber, ich weiß nicht, was ich mir damit kaufen soll. Tarnfeldsucher. Ich weiß, es scheint wohl dann verdeckte Feinde noch zu geben, weiß ich gar nicht mehr genau. Aber, naja, wenn die jetzt so übertrieben getarnt sind, mal sehen. Nano-Wiederaufladung. Ich finde Panzerverbesserung eigentlich ganz gut. Ich guck mal, was nachher dann umlenken ist. Luftreibung gibt beim Fallen zusätzliche Kontrolle. Brauche ich nicht, so selten wie ich fall. Führt in der Luft einen mächtigen Angriff nach unten durch. Den hatte ich früher und habe ihn kaum verwendet. Das weiß ich noch. Fährtensucher markiert Wege des Feindes. Ne, da finde ich das besser. Ne, ich bleib dabei. Und mal wieder auf Escape gedrückt, so wie sich's gehört. Und bam! So, diesmal aber. Gut. Sie kriegen den gewünschten Effekt. Okay. Aber Sie müssen sich beeilen. Die Idioten im Pentagon werden in Kürze handeln. Ja. So, da habe ich mir Muni markiert nochmal. Ach, hatte ich da hinten auch schon. Bevor ich weitergehe, schnappe ich mir nochmal was. Granaten wieder auffüllen, Munition wieder auffüllen. Sehr gut. Alles voll, dann kann es weitergehen. So, da oben lang. Na, willst du wohl?
Wie komme ich da noch gleich hoch? Ach du Scheiße. Ach, da drüben oder was? Ne, Moment, warte mal. Ich weiß gerade nicht, wie es hier weitergeht. Das hier führt ja nur wieder zum Anfang. Von da hinten. So sieht es zumindest auf der Minimap aus. Na, willst du wohl? Geht doch, geht doch. Jawohl, hier. Okay, so wird ein Schub raus. Kranker Scheiß. Alleine das Auto. Boom. Ja, darf in keinem guten Film fehlen, explodierende Autos. Ne? So, hier lang. Okay. Hier geblieben. Der eben hatte ein bisschen mehr geschluckt. Wie viel bringt der? 300. Okay, dann war das wohl ein anderer. Dann war das keiner der normalen. Jetzt wollte ich wieder was Böses sagen. Kein normaler Fußsoldat. Ups. Erstmal nachladen kurz. Dann schauen wir mal. Da ist ein Feind. Und da sind zwei. Und da ist noch einer. Und das war's. Bisher. Ne, da ist noch einer. Aber das war's. Tarnfeld aktiviert. Naja, gut. Der dritte Schuss war ein Treffer, das zählt. Tarnfeld aktiviert. Oh, der ist arme. Der stand da so verpeilt rum. Da konnte ich einfach nicht anders. Kurz aufladen und weiter geht's. Tarnfeld aktiviert. Ich will mir die Punkte holen. Taktische Optionen verfügbar. Ja, das habe ich mir schon fast gedacht, dass taktische Optionen verfügbar sind. Oh, der überlebt einen Kopfschuss. Alter, wie viel schluckt der denn? Scheiße. Scheiße! So. Wie gesagt, beim dritten Mal passt es. Scheiße, ey. Tarnfeld aktiviert. Oh, verdammt, da hinten ist wieder ein Dicker. Ich kümmere mich dann erstmal um den hier. So. Damit habe ich da erstmal meine Ruhe. Wo ist denn der eine, dem ich hier den Schädel weggepustet habe? Ah, da war er. So, da hinten geht er gerade lang. Granaten habe ich noch zwei, noch sechs Raketenwerferschüsse. Ich habe kein C4. Ich versuche den mal ein bisschen auf Entfernung. Tarnfeld aktiviert. Oh, verdammt. Maximale Panzerung. Alter Schwede. Ja, immer schön auf den Kopf. Ah, ich glaube, der hat keine Kopfdeckung mehr. Also keinen Kopfschutz. Doch, hat er noch. Nee, hat er nicht mehr. Jawohl, der ist weg. Alter Schwede, nicht schlecht. Kann ich das auch deaktivieren? Gibt es hier irgendwo Munition? Vermeiden. Okay, das hätte ich auch vermeiden können. Naja, egal. Jetzt zu spät. Da hinten gibt es Muni. Die nehme ich noch mit. Die nehme ich mir noch mit. Jawohl, wieder volle Granaten. Kurz nachladen. So, sehr schön. Dann würde ich mal sagen...